Okay, Maddie, sind wir jetzt wieder? These walls have eyes. Garrett Maynard 2024. Okay, Maddie ist 2024 und die anderen sind vor Maddie, aber nach Frank. Okay, okay. Linda spielen wir jetzt. Mitfühlend? Alles okay? Ja, ich bin wohl kurz eingenickt. Warte, was war nochmal mit Augustine? Ist weg. Weg? Angeblich musste sie sehr dringend in ihr Privatreliquiar. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustine vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? Was? 300... Oh. 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Achso. Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich habe nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Er steht nicht mal in meiner Filmografie. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh, ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem okay, ich komme jetzt wieder mit. Kuchen. Eine ziemlich große Sache. Also, gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind, ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Was? Weil er so selten ist, war ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustine die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich ja, lebe ungern in der Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Ja, genau. Mehr interessiert mich gerade nicht. Ich glaube die schon. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkauf. Weil die, wo die Kamera verkauft hat, ist die ja nicht, dir Blonde geht, da, wo gerade drin war. Ich würde gern wissen, warum Augustine so versessen ist, diesen Film zu haben. Ich weiß ja nicht, warum sie jetzt jung ist, aber... Also, die erste Regel lautet, finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Ladies. Aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Worauf wartest du noch? Nee, ich glaube, die ist ein Geist, eine Hexe oder irgend so ein Scheiß. Also dieser Raum ist schon ein echtes Statement, oder was meint ihr? Ich wusste, dass Augustine Kohle hat. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Aber nicht so viel. Anscheinend hast du dein Ziel doch nicht so gut ausgekundschaftet. In unserer Branche sprechen wir nicht von Zielen. Zockerei ist Schwindel und keine Branche. Du solltest meine Kundschafterfähigkeiten nicht unterschätzen. Hier oben steckt eine Menge drin, das uns allen weiterhelfen könnte. Woher kennst du Murder Mill? Erzähl mir mehr von Augustine. Okay. Dann erzähl mir alles, was du über Augustine weißt. Augustine Lieber. Herausragende Sammlerin obskurer Kunstobjekte. Sie gibt sich zwar ganz professionell, spielt aber auf lange Sicht ein undurchsichtiges Spiel. Schwer einzuordnen. Und? Und seit ich hier bin, habe ich alles genau im Blick. Beobachtungen, Verhalten, Umgebung. Ich habe ein Profil erstellt. Und zwar? Lieber ist keine normale Sammlerin. Mag düsteres Zeug. Richtig düsteres Zeug. Dafür scheut sie vor nichts zurück. Sehr beeindruckend. Okay, jetzt bist du dran.
Womit bin ich dran? Habt ihr gesagt, was ich weiß? Jetzt bist du dran. Du hast es auf den Punkt gebracht. Hey, dann erzählt doch mal. Also, was habt ihr entdeckt? Nicht viel. Aber die Nacht ist jung. Nicht so jung, wie du denkst. Lass uns weitersuchen. Ich frag mich, auf was es hinausläuft. Werden wir dann gejagt, oder? Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Huch. Ich stehe übrigens voll auf dein Outfit. Das war ein komisches Geräusch. Oh, danke. Aus Italien. Also die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine super limitierte Wir... Na, hallo? Und zwar in jedem Raum im Haus. Also, das geht ja wohl über die übliche Überwachung hinaus. Was meinst du? Ich habe das Gefühl, unsere Gastgeberin hat... Zeitmaschinen. Dinge ...und will genau wissen, wer hier ein- und ausgeht. Nee. Ich glaube, unsere Gastgeberin ist entweder bösartig oder extrem bösartig. So, dann, was ist das? Ein Baum. Wow. Ah, okay, cool. Ja. Sehen wir uns die anderen Etagen an, sehr gut. Warte. Moment. Wie war das in der Braunau? Das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihr... Ja, das nervt mich auch gerade. Ich glaube, ich mach die jetzt gleich aus. Wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Kein Problem, alles gut. Woher weißt du das? Bei Horror ist es lustig, nur hier ist es halt jetzt nicht so Horror. Kanntest du sie? Vor langer Zeit. In einem alles anderen Leben. Alles klar, Hans. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm... Ah, das ist die Tochter von der... Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Dienstmädchen. Ja, es war ziemlich plötzlich. Alles klar, Iron. Bis gleich. Wow. Maddie, das ist... echt traurig. Sehr berührend. Der Typ ist ein Idiot. Ich tröste sie mal. Wer ist denn sie dann? Achso, die eine da, jetzt hat... Ich komme schon gar nicht mehr mit. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren. Danke. Ich habe zum Glück schon so einiges erlebt. Ach, Bonnie. Hätte mit ihr in Kontakt bleiben sollen. Hast du dich nicht gefragt, wo unsere beiden Streifen herkamen? Das willst du mir wahrscheinlich nicht erklären. Natürlich! Und? Naja, das kann ich dir aber nicht einfach so erzählen. Solche Informationen sind sehr wertvoll. Maddie ist die Tochter von was der ist dein Preis? Bonnie. Von der schwarzhaarigen gerade vorhin. Darauf komme ich später zurück. Die Schwester von dem Jaime, die wo so schwarze Lippen und sowas hatte. Aber sie hat zwei Mütter, also... Ich denke mal, dass sie vielleicht adoptiert ist oder dass sie halt erst halt hetero war und dann vielleicht lesbisch geworden ist oder ich weiß nicht genau.
Aber die Maddie ist die Tochter von der Bonnie und die Linda kennt sie ja von der Garage, was wir gerade vorhin gespielt haben. Dibidib. Coole Statue. Aber da fehlt ein Teil. Okay, an der Statue fehlt etwas. Und zwar seine, was er so hochhält, dieses Hammer-Ding, oder? Billy, genau, den haben wir ja die Figur schon gefunden. Wow, in Augustins Familie sehen sich alle sehr ähnlich. Oder sie steht auf Cosplay. Das ist sie halt. Wow. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Also schön weiß ich jetzt auch nicht. Das Invasionslüsterner Schund. Sam Green hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser. Das Antlitz des Bösen, die wahre Geschichte von Frank Stone, erzählt von dem Mann, der ihn aufgehalten hat. Sheriff Lloyd Kusich. Stimmt nicht. Lloyd Kusich wird nicht gerne als Held bezeichnet. Im Herbst 1960 arbeitet Kusich als Sheriff in Cedar Hills, einem verschlafenen, von der Stahlindustrie geprägten Städtchen in Oregon. Er war ein ganz gewöhnlicher Mann, der einfach nur für die Sicherheit der Menschen sorgen wollte, die ihr Vertrauen in ihn gesetzt hatten. Doch in Cedar Hills lautet eine stille Bedrohung, ein erbarmungsloses Monster, das sich an den nichtsahnenden Bewohnern vergriff, die Kusich zu beschützen geschworen hatte. Als mehr und mehr die Menschen starben, schritt dieser Held des Alltags ein. Dieses Buch schildert, wie der erste und einzige Serienmörder von Cedar Hills von dem Mann zur Rechenschaft gezogen wurde, der es wagte, dem Bösen ins Auge zu sehen und abzudrücken. Die wahre Geschichte eines der erschütterndsten waren Kriminalfälle Oregons. Ein Muss für alle, die glauben, dass es immer noch Menschen auf dieser Welt gibt, die sich für Wahrheit, Gerechtigkeit und der American Way einsetzen. Boah, nee, da krieg ich gleich so einen Hals, wenn es einer wirklich halt jemanden gekillt hat. Was erzählt er denn? Wusste schon immer, dass etwas mit dem Stahlwerk nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob Vorahnung das richtige Wort dafür ist. Mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass ich es unter die Lupe nehmen muss. Ich habe es im Auge behalten und mich hin und wieder mit dem Nachtwächter, einem liebenswerten alten Witzbold namens Tom Holt, ausgetauscht. Aber das Stahlwerk ist riesig. Es bot der Ratte jede Menge Versteckmöglichkeiten und der alte Tom hatte einfach nicht den richtigen Riecher für sowas. In dieser schicksalshaften Nacht hatte ich einen meiner Deputies zum Kontrollieren losgeschickt. Genau, so war es nämlich. Meine erste Wahl war er nicht, denn er kam mich aus der Gegend und grün in den Ohren war er auch noch. Aber ich hatte ihn lediglich gebeten, die Stellung zu halten und Bericht zu erstatten, sollte ihm etwas Verdächtiges auffallen. Als Tommy sich dann bei mir meldete, wusste ich sofort, was los war. Der Grünschnabel lief im Stahlwerk geradewegs in sein Verderben. Er war diesem Monster Stone nicht gewachsen. Ich musste schnell reagieren. Mein Dad war früher beim Militär und hat stets zu sagen gepflegt, keiner wird zurückgelassen. Bibi! Als ich am Schmelzofen ankam, hatte ich das Gefühl, geradewegs in die vorigen Tiefen der Höhle gelaufen zu sein. Oben auf der Plattform stand Stone einem garstigen Wasserspeier gleich. In den Händen hielt er ein unschuldiges Baby. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich Angst hatte. Mir blieb nicht viel Zeit zu überlegen. Ich musste handeln, also zog ich meine Waffe, atmete einmal tief durch und betete den Gedanken, dass mein Schuss sitzen würde. Zu diesem Moment denke ich jeden Tag der Kraft, die über uns wacht, dass ich mein Ziel getroffen habe. Dass Stone damals zu Boden ging und nie mehr auch nur ein einziges Verbrechen verüben konnte. Nachdem Stone getötet worden war und seine Verbrechen ans Licht kamen, gab es eine Menge Fragen und niemand wollte die Antwort. So ein Arschloch, das stimmt gar nicht. Es stellte sich schnell heraus, dass Stone seine Stelle durch das Arbeitsprogramm für Sträflinge erhalten hatte, an dem das Stahlwerk von Cedar Hills teilgenommen hatte. Hatte man gute Absichten gehabt? Sicherlich. War es dennoch eine unkluge Entscheidung gewesen? Absolut. Diese Xel... Oh nein! Entschuldigung, falscher Klick. Diese Seelenklempner und Psychologen mögen zwar tolle Ideen haben, aber sie verstehen solch barbarische Wesen wie Frank Stone einfach nicht. Sie sehen, was sie wollen, hören, was sie hören wollen. Und das nur, damit sie irgendwann rufen können, er ist geheilt, ein Wunder ist geschehen. Man kann das Böse nicht heilen, glaubt mir. Manche Menschen kommen bereits verdorben auf die Welt und wenn man sie einfach machen lässt, breitet sich diese Fäulnis aus und befällt die Grundfesten von allem, was rechtschaffenden Menschen wie euch und mir am Herzen liegt. Nachdem Cedar Hills auf die harte Tour gelernt hatte, wozu Frank Stone in der Lage war, zuckten die Chefs, die ihn eingestellt hatten, nur hilflos mit den Schultern und meinten, woher hätten wir das wissen sollen? Es gab keinerlei Anzeichen. Er hat sich immer abseits gehalten. Er war ein richtiger Einzelgänger. Und genau das ist das Problem.
Niemand kannte Stone genug, um einschätzen zu können, was er wirklich vorhatte. Er hat alles für sich behalten, seine dunkelsten Geheimnisse eingeschlossen. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt, es tut mir so leid. Mann. Es gibt's nicht. Ich bin so verwirrt, weil ich kenne es, dass er mit dem rechten Stick nach unten geht und nicht mit dem linken Stick. Stone war kaum tot, da stürzten sich bereits jede Menge Auswärtige, die mitmischen wollten, wie die Geier auf Cedar Hills. Anwälte, Reporter, Gaffer, alles dabei. Und viele stellten die Wahrheit nicht zufrieden. Sie wollten behaupten, es sei eine Verschwörung gewesen, meinten, er habe für diese Verbrechen einen Komplizen gebraucht. Ich persönlich habe das nie geglaubt, keine einzige Sekunde. Ich weiß schließlich aus erster Hand, dass er allein war, habe es mit eigenen Augen gesehen. Allen, die anderer Meinung sind, möchte ich nur eins sagen, Cedar Hills braucht kein zweites Monster. Okay, es geht nicht weiter. Ja, aber da war tatsächlich noch jemand. Es gibt Gerüchte darüber, dass Frank Stone ein Komplize bei seinen Verbrechen hatte. Massage, ja, ich habe die auch. Aber ich darf die nicht mehr benutzen. Leider. Jetzt habe ich sie hier und ja. Geburtstagsgeschenk gewesen vom Imperator und ich darf sie nicht mehr benutzen. Abgesperrt. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Okay. Das sind wieder die. Und was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Niemals. Du würdest die Wände hochgehen und einen Ausweg suchen. Wer ist Dan? Nicht in einer Million Jahren. Niemals. Telefoniert die? Mit wem redet die? Also wenn ich mit ihr rede, geht's weiter. Augustins Sammlung ist einzigartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch meine Osteoporose darf ich die nicht benutzen, weil die zu extrem ist und die kann mir die Knochen brechen. Also Osteoporose sind ja zu weiche Knochen. Oh, jo. Also das kann ich anscheinend noch nicht benutzen. Aber... uns fehlt hier etwas für die Hand. Und da hinten fehlt mir ein Schlüssel. Nach oben kann ich nicht. Und hier hat kein... Da schaue ich nur das an. Okay. Nee, bei mir ist genau. Ich habe Knochen wie... eine alte Frau. Kein falsches Wort jetzt. Ich will jetzt nichts hören. Ich muss ganz kurz pieseln und nicht mit Maddie reden. Ich bin noch nicht zufrieden. Archibald Macmillan. Er schaut schon aus wie so ein Pedo. Ich muss auch mal da rein. Vielleicht habe ich was übersehen. Also ich brauche einen Schlüssel. Hier ist nichts zum Ansehen. Kann ich nicht meinen... Der Vater vom Fallensteller. Ach so, okay. Also das ist die Zeitmaschine. Okay, aber ich brauche trotzdem noch einen Schlüssel. Ich habe Angst, dass ich dann nicht mehr zurückgehen kann. Gibt es hier nicht eine Türe irgendwo? Aber hier kommen wir nicht... Die Tür kann ich nicht benutzen. Hier war auch nichts, ne? Hier war der Baum. Ich gucke mal den Baum nochmal an, aber... Ja. Wupp, wupp. Hier ist auch kein... Ich dachte am Anfang, da hinten liegt was, weil das so blau aussah, aber das war nur so eine Spiegelung. Also hier ist auch überall nichts. Ist echt blöd. Ich will nur nicht weitermachen.
Und wenn du Ausrufezeichen B-Day machst, dann kommt dieser Text, den du letztes Mal eingefügt hast. Müsste kommen. Hab's eingestellt. Ja, genau. Ich brauche das Ding, was er hält. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal... AX, das war er. Okay, alles klar. Okay, hier kommen wir tatsächlich noch nicht rein in dieses Ding. Alles gut. Das haben wir gelesen. Mit ihm können wir nicht sprechen. Nee, er bin ich sehr. Nee, ich glaube, der kann nur die Standarddinger, weil der Stream-Element hat ja keinen Sub. Das heißt, ich müsste dem immer subben. Wisst ihr, was ich meine? Damit er die auch benutzen kann. Aber hier ist das Fenster einfach so offen. Das ist doch auch nicht normal. Genau. Da komme ich nicht durch. Ja, aber ich rede jetzt mal mit ihr. Anscheinend habe ich das Zeug noch nicht. Reden wir mal mit Maddie. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Ja, die redet mit ihrer Mutter. Dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du? Hm? Oh, nein, ich hab nicht... Ich hab dich gehört. Ich hab mit Mom geredet. Mit Bonnie. Ich war in Berlin, in der Schule, als ich weiß es gar nicht. Krankheit hörte. Schokolade? Aber es war Prüfungszeit und sie sagte, ich soll zu ihr kommen, wenn ich fertig bin. Das tat ich auch. Lurk, glaube ich nicht. Aber da war es auch schon zu spät. Nom nom sie starb, und? Als ich über dem Atlantik war. Wenn du drüber gehst, müsste es da so stehen schnell. Eigentlich. Ich merke noch gar nicht, dass sie weg ist. Also tue ich so, als wäre sie es nicht. Hm. Sie konnte gut reden. Ja, das stimmt. Hey, schau mal hier. Das war letzten Sommer. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Ach Gott. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Geh ins Profil. Da müsste... man sollte nicht der Vergangenheit... Eine Sache habe ich niemandem erzählt. Und im Profil müsste stehen, welche Subs das sind unten, da wo immer alles steht. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Die hat was mit dir am Laufen gehabt. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber... Eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht. Wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause. Fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom.
Warum hört man die Musik nicht? Ich habe die Musik eigentlich angeschalten. Auch die urheberrechtlich geschützte. Danke. Hey, hey Leute! Seht. Was? Ich sehe gar nichts. Na, da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Augustin hat mit so etwas gerechnet, wenn die Sache noch undurchsichtiger wird. Ich mach mal das da. Ich habe das Gefühl, dass Augustin mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Mhm. Okay, also, meint ihr, wir sollten Augustin suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten, würden wir sie nicht finden. Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Mhm. Hier sind überall Artefakte. Genau, also. Und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch. Steht unten eigentlich das richtige Spiel? Ob Augustin da drin ist oder nicht. Okay. Alles klar, dankeschön. Auf Twitch, auf Profil und unten dann.